So, hallo Leute, und damit wahrscheinlich zur letzten Runde Let's Play Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Und wir starten gleich mit einem, mit einer Zwischensequenz. Gut. Das ist Xardas, er hat mir richtig die Show gestohlen. Ja, letzte Aufnahme wahrscheinlich, kann etwas länger werden als 15, 20 Minuten, aber das macht nichts. Okay. Warum ist Xardas hier? Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Ja, und da schläft er auch ein. Daran kann ich mich immer noch sehr, sehr gut erinnern. Tja, Xardas. Er lässt sich auch nicht aufwecken, das ist ganz interessant. Ich habe auch noch nie probiert, ob wir ihn schlagen können, aber ich glaube, den Versuch sparen wir uns. So, haben wir da oben noch was Schönes. Bin mir nicht sicher. War hier noch nie oben, glaube ich. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich das nie mehr machen. So sage ich das jetzt. So, Freunde. Hier sind hoffentlich keine Monster. Da habe ich immer ein bisschen Angst, weil von der Rückkehr kennt man das ja. Hier stehen lauter Tempelwächter und sogar noch ein Skelettmagier rum. Hier ist gar nichts. Das ist gut, dann holen wir uns mal... Oh, sehr schön. Viele Mumien hier zum Abernten. Da werden wir ein bisschen beschäftigt sein. Es sind, glaube ich, weitgehend nur permanente Tränke. Da haben wir... Boah, das geht jetzt richtig ab. Da werden wir noch ein bisschen stärker, glaube ich, dadurch. Ja, das wird ganz schön happig, glaube ich, der Kampf. Gegen diese verrückten Templer und den Kor Kalom. Und ich glaube, wenn man die Herzen durchsticht, dann kommen noch so komische Dämonen auch noch raus. Oh, das wird wild, das wird wild. Aber wir können da ganz einfach zurückschlagen. Und zwar, wir beschwören uns einfach auch Dämonen. Da sollte ich nämlich noch knapp 20 Spruchrollen dabei haben. Das ist zwar jetzt... Ja, obwohl eigentlich. Ich meine, gut, wir sind Kämpfer geworden. Aber warum sollen wir uns nicht ein bisschen mit Magie bedienen, wenn wir sie doch sowieso schon dabei haben? Bin ja froh, dass wir bei Xardas uns so gut eindecken konnten mit dem Krampf. Dann wird es etwas leichter. So, dann schauen wir noch kurz in dem anderen Zwischenraum vorbei. Da sollten wir auch nochmal, ja, nochmal dieselbe Menge eigentlich finden an guten Tränken. Und dann machen wir uns so langsam einen Stockwerk tiefer. Xardas. Oh Mann, der verpennt die große Show hier. Ich glaub's gar nicht. Und immer schön nach vorne hechten. So als hechten. Und hechten. Und hechten. Ja, so ist das schön. So, einmal neun Loots hier zu holen. Oder? Nein, nicht ganz. 7 Stück, aber das sollte auch ausreichen. Oh, das ist derbe. Das wird derbe jetzt gleich. Oh, wow, wow, werden wir da viel... Werden wir da viel bekommen hier. Ich spüre das schon. Wir werden so mächtig jetzt gleich. Aber das brauchen wir auch. Denn ich denke mal, die werden diese Motten noch mehr reinhauen als schon im Original. Ich kann nur froh sein, dass ich das Original nicht mehr so gut kenne. Ich weiß nur, dass es am Schluss richtig schwer wird. Ja. Und das wird auch mit, ist damals mit 100 Stärke auch schon schwer geworden. Vielleicht wird es mit unseren 150, 160, was haben wir gerade... Ah, wir haben sogar schon 170. Wenn ich nicht, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, wir schaffen es sogar auf 200 knapp. Das sollte eigentlich reichen. Mit den ganzen Tränken. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Das werden wir jetzt gleich machen hier hinten. Ich speichere das nur noch mal kurz ab hier.
So. Werden wir uns noch da vorne hinstellen und dann lasst uns mal gucken, was wir da noch rausholen können. So, ich habe mich früher mal... Warum wacht der eigentlich auf, wenn ich... und schläft dann gleich wieder ein? Naja. Ich mich immer gefragt früher, welcher Gang ist jetzt der richtige? Der hier oder der hier? Tja. Okay. Ich weiß nicht, ob da vorne schon eine Überraschung auf uns wartet. Ich will da eigentlich nicht so reinrennen. Okay, gut. Ja, die haben einen sehr hohen... Die haben echt verflucht hohen Einzugsradius. Aufschaltungsradius. Ah, das Schwert, ganz ehrlich, ist so gigantisch. Jetzt habe ich natürlich die Stränke noch nicht genommen. Oh, das war ein Volltreffer. Das war ein super Volltreffer gerade. Okay. Die geben auch echt gut Erfahrung. Obwohl wir das da eigentlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen das auch eigentlich gar nicht mehr aufsammeln. Aber wir machen das, wenn wir das in Gothic immer schon so gemacht haben. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Es ist einfach so. Wer in Gothic nichts aufsammelt, der spielt das, glaube ich, nicht richtig. Ich weiß auch nicht. So, jetzt werden wir erstmal hier schön uns aufpowern. Also, ich mag das so, mit diesen Zahlen rumzuspielen. Wir haben jetzt knapp 500 live. So, mal gucken, was jetzt passiert. Wofür die Tränke sind, ich habe die mal ausprobiert. Die trinken sich ziemlich langsam. Was das genau ist, weiß ich auch nicht. Die sind ja noch sehr viel schlechter als die Standardtränke. Also ich kapiere das nicht, aber das ist... Naja, muss man nicht wissen. So, wir schieben uns erstmal. Jetzt dürfen wir 499 haben. Ja, dann haben 10 noch dazu. Und ach du Scheiße, 7 mal 5 ist irgendwas mit 120? Nee, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall sehr viel. So, aua, aua. 614 live. Aber ich finde schade, dass er nicht die Energie noch auffüllt. Ach komm, dann hauen wir jetzt die Tränke hier weg. Die ich sowieso nicht kapiere. Das dauert halt ewig. Das regt mich auch im zweiten Teil in dem Wacholder ständig auf. Wenn man da kurz seinen Mana wegen Mora Olato aufladen will, dann braucht man das so ewig, wenn man viel Wein und viel Bier hat. Mehlig Wasser, das dauert alles so ewig zum Saufen. Nicht gut. So, wie war das nochmal... Die Tränke, die aussehen wie Geschwindigkeitstränke, ja. Da haben wir 8 Geschick. Was haben wir Geschick? 36. Haben wir auch nie gebraucht, das Zeug. Jetzt haben wir auf jeden Fall 16 mehr. Dann gehen wir noch an das Mana. Was haben wir Mana gerade? Wir haben 102 Mana. Da dürften wir jetzt 132 Mana haben, 162 Mana und 192. Was laber ich da? Nur 92 natürlich, oder? Ah doch, oh, so viel Mana, okay. Das könnte auch nützlich sein. Ach komm. Geizen brauchen wir jetzt nicht mehr in dem Zeug. Einfach reingeschüttet, die höchsten Tränke hier. Und jetzt natürlich Stärke und Geschick noch nach oben. 174, okay. Dann machen wir erstmal die hier. Rau. Und jetzt... Überlegt euch mal, das sind Achtertränke. Achtertränke und das 7 Mal. Das 56 Stärke sind das jetzt mehr. Das ist echt gigantisch, was wir jetzt noch rausgeholt haben. Ich schätze mal, wir sind bei 230 jetzt ungefähr angelangt. 242 Stärke. Bah, das ist widerlich, Leute. Das ist richtig widerlich. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt die richtige Voraussetzung, um das hier zu einem ordentlichen Ende zu bringen. Deswegen würde ich sagen, wir wählen hier gleich nochmal den Dämonen an. Wo habe ich ihn denn? Dämon beschwören. Kostet immerhin 20 Mana. Also da müssen wir uns ein bisschen... So, ich habe als Tipp gelesen, ich soll keine Golems und keine Skelette beschwören. Okay. Wie gesagt, ich habe noch gar nichts getestet. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Aber ich werde das mal diesen Tipp befolgen und das einfach mal lassen. Gut, als Blutfliege rumfliegen bringt nicht viel. Eigentlich könnte ich das ganze Zeug alles wegschmeißen. Weil das hilft mir hier gerade nicht mehr. Ich muss... Jawohl, komm. In Gothic hat man immer ein volles Inventar, also haben wir jetzt auch ein volles Inventar. Oh, jetzt wäre ich beinahe reingefallen. Und jetzt geht's nach links. Und der andere Gang kommt nämlich genau von der anderen Seite. Aber nach einmal durchspielen weiß man das. Wir können auch von mir aus den anderen Gang nochmal kurz leicht nach oben laufen, den anderen apokalyptischen Templer umbringen. Aber ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr so viel Sinn.
Oh, ich glaube, ich habe da gerade eine Zwischensequenz übersprungen, aber das macht nichts. Die können wir uns gleich nochmal anschauen. Das ging jetzt gerade ein bisschen schnell. Da konnte ich nicht so schnell reagieren. Es ist blöd, dass man die mit Leertaste überspringt. Das ist nicht gut. Aber okay. Vielleicht war das auch nur ein Grafikfehler. Ich weiß gerade ehrlich gar nicht. Allein müsste man kurz den Schläfer eingeblendet sehen. Dann springen wir ab jetzt nicht mehr. Okay, okay, okay. Und? Kommt da was? Okay. Ja, schlecht gemacht, dass man das mit Leertaste überspringen kann. So, ich habe da oben zwei Apokalyptische ausgemacht, direkt an den Toren. Und den Riesenschläfer und Kor Kalom mit ungefähr 10 bis 15 Anhängern. Okay. Ach komm, wir speichern einfach hier nochmal drüber. So Leute, dann kommt jetzt die harte letzte Runde, der letzte große Endkampf. Ich freue mich richtig. Ich weiß nicht, ob ich alles berücksichtigen kann, was ich noch alles machen soll und ausprobieren soll. Ich soll zuerst Kor Kalom töten und dann mal die anderen erst und dann soll ich den Schläfer noch schrumpfen. Das mit dem Schrumpfen werde ich vielleicht noch ausprobieren, aber ich bin froh, wenn ich jetzt hier diese Sache erstmal heil schaffe. Na toll, jetzt habe ich natürlich extra gesagt, ich will den Dämonen an. Was habe ich gemacht? Nichts habe ich gemacht. So, dann beschwören wir den jetzt kurz. Und zwar, wir beschwören gleich 2, 3 oder 4 Stück am besten. Ich hoffe nur, dass die sich gegenseitig nicht kalt machen, die Viecher. Das passiert euch nämlich im zweiten Teil. Das wissen wir alle. Oh, wo bist du denn gespawnt? So, kommt meine kleine Armee. Da fehlt noch was, da geht noch was. Greifst mich an? Na warte! Oh, der kommt zu mir, der kommt zu mir, der kommt schnell rein. Haut, Alter, wie die reinhauen. Das ist ja fett, Alter. Ich hätte Mondjäger werden sollen oder sowas. Oder dunkler. Oh, kann man nur 3? Nein, sind 4. Oh, Mami, jetzt geht's los, jetzt geht's ab. Jetzt lass uns mal hier das Unheil bekämpfen. Ich glaube, dass der Kor Kalom nichts mehr entgegenzusetzen hat. Na warte! Oh, ich bin so verflucht gut. Ich bin... So, Jungs, und jetzt tut mal eure Arbeit. Eure gottverdammte Arbeit. So, ich lasse jetzt für mich kämpfen. Meine Pets werden das schon irgendwie regeln. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Die Dämonen beten mit. Nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Ja, ja, mach mal. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers. Und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Komm, mach hin. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Der hat irgendwie die Stimme wie der Konstantino. Oh, Alter, der hat den Kalon mit einem Schlag weggerotzt. Junge, ist das fett. Aber der Ball, der Feuerball, der trifft mich. Wo sind meine anderen Dämonen hin? Wo sind... Oh, wow, das ist gar nicht gut. Ja, ja, haut einfach ab. Ja, besser hau ich ab, als du gleich hier gebraten wirst von meinen Dämonen. Aber ich glaube, die anderen 2, 3 Stück sind mir weggerannt. Aua, aua. Was ist das für ein Problem? Okay, meine Dämonchen, kommt mal her. Hier gibt es noch ein bisschen Arbeit. Okay, der eine ist jetzt echt down. Der ist down gegangen. Durch... Wow, das wird knapp, das wird knapp. Also der Schläfer hat eine hohe Angriffsreichweite, muss ich sagen. Oh, die können... Oh, die können wir, ja, den muss ich kurz raus. Junge, lasst ihn mich vielleicht mal raus. Wirst du mich wohl da rauslassen, Junge? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, das ist ein bisschen heftig gerade. Der haut einfach ab. Ja, warte, euch schnapp ich mir noch. Der haut einfach ab. Euch schnapp ich mir noch, Jungs. Das Wort ist noch nicht gesprochen. Du hast wohl noch nicht genug. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler jetzt. Weißt du, die helfen mir aber auch überhaupt nicht. Sind die jetzt tot oder? Ihr seid mir... Oh, Jungs, ihr seid mir echt eine geile Hilfe, danke. Ihr könnt ja nischt, aber absolut nischt.
werde es gleich draufgehen, ja? Deswegen werde ich nochmal kurz zwischenspeichern. Könnte sein, ich überlebe das vielleicht, aber das mit den Dämonen... Oh, es hindert mich sogar am Anvisieren. Ich glaube, ich spinne. Komm, haut das Ding in Stücke, Jungs. Was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Ich bezahle euch doch schon gut. So, Getränke. Es ist natürlich mit dem Inventarfehler echt schwer, die Tränke hier zu sehen. Ah, der Schläfer, der tut echt verflucht weh. Ich weiß nicht, wie das hier läuft mit den Schwertern reinstechen. Aber es soll ja ein bisschen eine Herausforderung bleiben. Ich meine, wir sind ja auch jetzt extrem stark, muss ich sagen. So, wir saven auf jeden Fall jetzt nochmal kurz richtig ab. Genau, jetzt weiß ich es auch wieder. Und zwar diese Feuerbälle, die der Schläfer da sendet, die kommen immer, bevor man überhaupt den Schläfer sieht. Das war zumindest früher so. Jetzt sieht man den nur ganz leicht in der Haut so eine Feuerbälle schon raus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Dämonen auch richtig kämpfen hier. Oh, ich hasse das mit den Waffen. So, Jungs, jetzt bitte. Könnt ihr nicht mal einmal richtig hier an? Ja, genau, so ist es. Du erst recht nicht, mein Freund. Du gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht. So, jetzt müssen wir auch noch. Alter, ich glaube, 4 sind echt zu viel. Die stehen mir sowas von am Weg rum, die Biester. So. Also ich hoffe, das reicht jetzt. Ich renne jetzt einfach rein. Scheiß drauf, Leute. Wir versuchen das jetzt irgendwie hier. So, schleudert deinen Feuerball. Komm, komm. Und jetzt aber schnell. Ja, das reicht noch nicht. Wir müssen da noch einmal ausweichen irgendwie. Jetzt einfach nur klick, 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 spammen die G-Taste und wieder weg hier. Oh, da kommt ein Dämon, der kommt schnell rein. Ich hoffe, die töten den auch irgendwie. Muss halt nach jedem weglaufen, weil ich glaube, dieser Feuerball vom Schläfer, der macht... Dort macht der wahrscheinlich. Wo ist der jetzt hin? Der Dämon. Der Demon. Der Kumpel Demon. Hat der jetzt der Schläfer den Dämonenlord getroffen? Wie stark sind meine Drecksviecher eigentlich? Das ist ja gigantisch. So, und wir rennen auch sofort wieder hin und schieben das zweite Schwert rein. So. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Und spammen die W-Taste. Rein damit. Und weg. So, ich glaube, jetzt wird es dann Zeit, mehr den Mond mal aufzufrischen langsam. Puh. Also... Ich finde, der Kampf ist schon hart. Ah, jetzt hat er meinen Dämon gekillt, ja. So, jetzt haut den um. Jungs, da ist der Dämon, da ist der böse Bube. Haut ihn zusammen. Oh, der ist irgendwie tot. Jetzt ist noch gestrafed beim Sterben. Okay, kurze Verschnaufpause. Wir sind bei 2 von 5. So, wir holen uns einfach nochmal direkt 2 Stück. Scheiße, was? Also, ganz ehrlich, die Dämonen sind richtig geil. Aber ich glaube, den Schläferdämon-Feuerball... Oh, der trifft mich. Oh, der hat mir mal abgewehrt. Also wir hauen nochmal Mana-volle Potion rein und hauen jetzt hier nochmal Life-volle Potion. Speichern das Ganze auch gleich nochmal drüber. So, jetzt ist gerade, glaube ich, ein Dämon zusammengeklappt bei mir. So, Schläfer-Feuerball, komm, wo ist er? Mach! Ja, das hat er mich natürlich voll erwischt. Das war jetzt gar nicht gut. Okay, das ist ein bisschen behindert gelöst, finde ich. Das ist ein bisschen unfair, finde ich. Nee, das lade ich nochmal. Das sehe ich jetzt nicht ein. Nö, das sehe ich nicht. Tut mir leid. So, mal gucken, das schaffen. Sieht knapp aus, sieht knapp aus. Der trifft uns wahrscheinlich jetzt. Ja, hat mich voll erwischt. Aber das Gute ist, ich sterbe jetzt. Ja. Ah, ich finde, das ist so ein bisschen unfair. Also das hätte nicht sein müssen, dass das Ding so jetzt... Oh, ich habe mich irgendwie... Habe ich jetzt einen falschen Spielstand geladen? Ich habe mich doch aufgeladen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Na, egal, was soll man da schon machen? So,
die Dämonen jetzt nicht im Weg rumstehen würden. So, und weg, mein Freund. Warum sind ja echt zwei Dämonen am Leben? Also ich glaube, ich habe da fast den falschen Spielstand jetzt gerade geladen. So kommt mir das vor. Ich hoffe, dass meine Dämonen auch mal ein bisschen was machen hier. Okay, einen haben sie gepackt, aber... Okay, den haben sie auch gepackt. Okay, dann kommt jetzt erstmal kurz eine kleine Refresh-Phase. So, wir müssen erstmal Lebensenergie hoch. Ja, irgendwie habe ich nicht abgespeichert. Irgendwie habe ich falsch abgespeichert, aber keine Ahnung. Das ist einfach so jetzt. Dann holen wir uns nochmal ein Dämonchen her. So. Diesmal werde ich aber richtig abspeichern. So. Eigentlich hier. Ah, machen wir mal die 4. Hier der 4. So. Jetzt komm. Spam dein Feuerball. Mach doch. Community voll erwischt. Gut, das kann ich gleich neu laden. Das ist scheiße. Aber ich finde, das nimmt so ein bisschen den Spielfluss raus. Gefällt mir nicht gut, dass der Feuerball so extrem tödlich ist. Also, naja. Ja, es ist bescheuert, ich weiß. Aber es ist dann immer ein Bossgegner, gell? Der Bossgegner, der muss frustrierend sein. Der muss ultra hart sein, der Bossgegner, sonst bringt das nichts. So, jetzt habe ich es knapp geschafft. Das wäre beinahe wieder schief gegangen. So, rein das Ding und weg hier. So, da ist der Dämon. Guck mal, ob das gut geht hier. Und Leute, eigentlich müsste jetzt gleich soweit sein. Oh, jetzt geht er natürlich hier hoch. Weißt du was, ich kann den auch ignorieren. Scheiß drauf. Was soll der mir groß tun? Der wackelt mir eh nur dumm hinterher und macht nichts. Wir versuchen das einmal. Okay, ich werde jetzt schon mal auf Wiedersehen sagen. Jetzt kommt gleich die Abschiedssequenz, wenn ich das jetzt hinkriege. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich verliere noch ein paar Worte am Schluss. Aber jetzt erstmal das Endvideo. Viel Spaß. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und sie wird einen anderen Verlauf nehmen, denn er wird das Tageslicht nicht sehen. Eigentlich hätte man das hier noch rausschneiden müssen und irgendwas anderes einfügen sollen. Also, hätte mir gefallen. So Leute, im Hintergrund sehen wir das Schläferzeichen in rot, einen schwarzen Hintergrund und die Credits, die herunterrattern. Björn Pankratz, Horst Woschak, Michael Hoge, Namen, die jedem bekannt sind, denke ich mal. Die Jungs aus Essen. So, Kai Rosenkranz, der Musikkomponist von Gothic. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Es hat mir wirklich durchgehend sehr viel Spaß gemacht, bis auf ein paar kleine Aussetzer, da ist nur zu erwähnen, das Absturzgebiet, was mir nicht gefallen hat. Ein paar kleine Rechtschreibfehler, die nicht hätten sein müssen, aber das kann man wirklich verschmerzen. Ich danke an dieser Stelle nochmal Ishwes und sein Mod-Team für diesen großartigen Mod. Sehr gut. Und des Weiteren bin ich jetzt mit meinen zwei Let's Plays durch. Werde auch meine angekündigte kleine Pause machen mit den Let's Plays, denn ich bin ja nicht hier dieser extreme Let's Player jetzt hier auf YouTube, der da jeden Tag 5 Videos raushaut. Werde aber, denke ich mal, mit Phantom Deep
ein oder andere Göffigchen, sage ich mal, durchspielen mit ihm zusammen. Auf welche Weise, wann und wie steht noch gar nichts fest, aber ja, ihr werdet auf jeden Fall noch von mir hören. Und jetzt habe ich vergessen, den Schläfer zu schrumpfen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Deswegen werden wir gleich nochmal schnell neu laden, nachdem die Credits weg sind. Und das irgendwie versuchen. Ich versuch's mal. Wer das noch sehen will, der kann dranbleiben. Für alle anderen sage ich mal tschüss. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Aber ich denke mal schon, es gab durchgehend positive Resonanz. Wenig Dislikes. Ich glaube in Gothic 1 fast gar keinen. Jetzt in diesem Let's Play. Das ist sehr gut. Gefällt mir auch. Spornt mich an, weiterzumachen mit dem Ganzen. Also ich werde nicht jetzt aufhören. Ich meine, ursprünglich war ja sowieso gar nicht geplant, dass ich irgendwelche Let's Plays mache, aber es hat dann mit der Rückkehr angefangen, weil da gab es halt im deutschsprachigen Raum gar nichts und da musste ich einfach irgendwas machen. Gerade wenn mir das Spiel sehr am Herzen liegt und ich die Entwickler halt auch mal irgendwie dafür entlohnen will, also mehr Leute anziehen, die das sich angucken und vielleicht mitspielen, und ich glaube, das hat auch ein bisschen gefruchtet jetzt. Gerade jetzt fangen auch noch ein paar andere Leute an, das zu Let's Playen. Harlequin und eben Phantom Deep Kid, der spielt die Rebalance, die ich mir, denke ich mal, zu großen Teilen bei ihm anschauen werde. Ja, das interessiert mich auch. Ich spiele die ja privat auch für mich. Und ja, also ich werde kein Rebalance machen. Es kam ja schon Haufen Vorschläge dann noch, was ich denn noch alles machen soll. Und Gothic 3 wurde wirklich sehr, sehr häufig genannt. Da sage ich mal, wenn ich da in der Richtung was mache, komme ich da an Gothic 3 vielleicht gar nicht rum. Muss aber wirklich jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich sagen, Gothic 3 ist auch ziemlich riesig, gerade mit dem CP-Patch 1.7.4 und dem Quest-Pack eventuell noch. Und das wäre halt wieder so ein die Rückkehr 2.0 sozusagen. Und da habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt im Moment keine Lust drauf. Ja, ist einfach so, ohne da groß jetzt um den heißen Brei zu reden, will ich jetzt im Moment nicht starten. Vielleicht wird es irgendwann kommen, aber im Moment will ich kleines Päuschen und dann vielleicht ein paar kleinere Sachen, also auch